Gott Segen. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Und damit eisiges Heyo, meine Freunde, und willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Also meinen neuen Let's Play, weil mein Job Simulator haben wir ja abgeschlossen. Deswegen machen wir jetzt das Spiel. Ist komplett blind bis auf die erste Stunde, die habe ich bereits gespielt. Sah recht cool aus, deswegen habe ich das jetzt zugenommen. Mal sehen, ob es so funktioniert. Passt. Also was unten in der Schenke. Regen, Bianca, arbeitet in der Schmiede. Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht ganz zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkung im Laufe des Spiels entwickelt werden. Okay. Das heißt, ich finde Redekunst immer sehr, sehr cool. Ja, das passt. Was, dann, wir haben uns doch nur noch Schenke unterhalten, jetzt hab dich nicht so. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Nein, würde ich nie tun. Was mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte? Seid ihr mir Bogenschießen und Stärke? Agilität, weiß ich, was das ist. Ja, er hat mir das Bogenschießen gezeigt. Das war voll toll. Nein! Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Geklaut. Ach, komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh, Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Ich würde es nie machen. Versprochen? Versprochen. Schau mal, was haben wir denn da? Ui, Brötchen. Eins Brötchen, alles. Alles meins. Alles meins. Was haben wir hier? Käse. Nicht auf den Käse zu schlagen. Erstmal Käse schlagen. Okay, das ist ein Bedürfnis.
ein gewöhnungsbedürftiges Inventar, aber sieht ganz cool aus. Sieht in diesem altertümlichen Stil da eben. Spieler, Gefährten? Codex, Inventar. Gut, sieht gut aus. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich möchte alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Aus dem Topf essen. Das ist gut, das machen wir. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Nö. Okay, dann gehe ich halt wieder. Was ist hier? Aufmachen. Das Lager. Das kann ich alles ausräumen. Alles meins. Ja. Alles meins. Glaube ich gerade in unserem eigenen Haus. Nicht mein Problem. Schloss knacken. Ich habe, glaube ich, kein Dietrich oder so. Da noch ein paar Apple. Noch ein paar Apples. Da noch ein paar Apples. Cool, der Sack ist dann tatsächlich zu. Das finde ich cool. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Käse. Was haben wir hier? Und, das gefällt mir nur so. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit ich jetzt sehe, eh nichts mehr. Das ist aber. Nee, auch nichts. Da noch ein paar Apples. Ah, nee, Zwiebeln. Weiß zwar nicht, warum ich Apples gesagt habe, aber ist auch egal. So, ich habe jetzt unser eigenes Haus komplett ausgeräumt. Scheint mir zumindest so zu sein. Ein bisschen Kohle haben wir hier noch. So. Ihr habt nichts gemacht. Ich gehe da mal, ne? Tschüss. Tschüss. Geh zu deinem Vater. Okay. Was haben wir da? Eine Axt. Ja, sterben. Steh auf den Tisch, haha. So, dann haben wir ja nochmal Essen. Sind ziemlich hungrig. So. Dann schauen wir mal schnell. Du hast entdeckt Schleifstein. Ui, ich hab einen ganzen Schleifstein entdeckt. Moin, Fadi. Was läuft? Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oh Gott, viel zu viel Text. Manchmal benutzt du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du auf die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Reden. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jeder seinen Ruf eine Rolle. Sozialer Status höchst bedeutsam. Die Qualität der Gewandung, dein Körperpflege. Ja, im Prinzip kämpfen, ich kann es bestechen und ich kann spezielle Fähigkeiten nutzen. Boah. Unterschiedliche Ansätze, mein Geld, den Betrag, den ich zahlen muss, höchste Gesamtstufe, okay. Ja, boah. Verstehe ich schon. Vater, da weiß man gar nicht was. Ich musste was erledigen. Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Ganz, ganz wichtig hier mal. Ist nicht so tragisch. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Wie immer halt. Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ist das Sarkasmus? Ich glaube, das ist Sarkasmus. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treibe. Ja, solche Wörter will ich ja nicht hören. Bestimmt gerne. Das ist ein bisschen so. Nicht ganz. Finde ich nicht okay. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay. Kann ich bei dir was mitgehen? Ausleihen natürlich. Nee, okay, dann gehe ich halt wieder.
J ist der Questlog. Okay. Heiling Makrele. Welche Aufgaben soll ich denn hier machen? Oh, Ponys! 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 Scheiße, ich hab das Pferd geschlagen. Nein, lass mich in Ruhe! Das war doch so nicht. Ups. Ich wollte das nur streicheln. Mann. Was ist denn im Kratz? Ach, weißt du was? Ich frag nicht. Ich stelle keine weiteren Fragen mehr. Zuerst der Kühler brauche ich Geld. Holen wir zuerst einmal hier. Bist du der Typ? Kunesch, du bist das. Holen wir uns erstmal das Geld. Was willst denn du? Geld. Ganz viel davon. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug, jetzt komm schon. Du wirst doch bestimmt irgendwas haben. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Jetzt beruhig dich ja mal. Schulden gehören einfach beglichen, jetzt hab dich nicht so. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Ja, so das so aber motiviert man aber so. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Wie kannst du schweigen? Weißt du, wie viel ich hier wegblieben muss? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Okay, das ist ein Schlag, das ist reden. Okay, Fuß blocken. Aus der Wahl, los. Warum werde ich jetzt eigentlich schon von Katzen angeschrien? Das ist mein Leben falsch gelaufen. So. Ich muss zu Moody, er ist böse zu mir. Bist in den privaten Bereich eingedrungen. Ja. Der Typ, den habe ich eh fertig gemacht. Der hatte keine Chance. Also, es war echt so ein leichter Kampf. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Geh mal halt mal zu Fritz. Ich geh erstmal zu Moody. Moody, soll mich mal bitte verarzten. Mir geht's nicht so gut. Ich habe leichte Probleme. Ich spüre ein paar Zähne nicht mehr. Also, ich kann überhaupt nicht mehr. Sag mal, was hat denn der Junge für eine Ausdauer? Ich bin ja vielleicht gerade mal hier hochgerannt und er kann nicht mehr. Das ist ja schlimm. Moody, da war böse zum Essen. Hier geht's nicht. Moody ist weg. Was ist denn die? Coolen Garten. Kann ich da was? Nee, kann ich nicht. Wo ist denn die? Soll mich ja verarzten. Mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, wo die ist. Ganz kurze Frage. Bist du Moody? Ah, du bist Moody. Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Hab mir einen Finger ein. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her.
Na bitte, so gut wie neu. Scheinbar hat sie telepathische Kräfte, okay. Danke, Mutter. Hey, man. Ich habe mein T-Shirt noch eingefärbt. Jetzt gehe ich mal zu Fritz. Fritz, wo bist denn du? Muss er mal. Papierstämme ab. Ich dachte, ich muss halt mit Fritz reden, weil ich habe eine komische Verschlossen, weil die Tür da, weil das Ding ja verschlossen ist. Muss mal gucken, wer Fritz überhaupt ist und wo der Junge ist. Bin mir relativ sicher, dass die eine Schenke sind. Schwarzer Bildschirm. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Jawohl. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Ja, aber mehr wahrscheinlich schon mein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz, ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Jo. Ich bin dabei. Also, freundlich. Ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, indem wir Häuser neu anstreichen? Okay. Bist du dabei? Ja, klar. Ich bin immer fürs Streichen da. Ja, ihr müsst mir dafür helfen. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würd's diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Okay. Dann gehen wir halt ein Haus neu streichen. Finde ich relativ nett, also. Nette Jugendliche sind das. Doch, ist nett. Moin.
Das ist überhaupt nicht auffällig. Vier Leute treffen sich vom Haus. Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Na, weil ich der Spieler bin. Deswegen. Weil du der Schlaue bist. Genau. Moin. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht ziemlich Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Okay. Ich bin reingetreten. Also ist mir jetzt hier klar. Also Ruf verschlechtert. Okay. Weiß zwar nicht Wohnruf, aber... Ach, ist lecker. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr... Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Just, wir haben ein Problem. Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Ich werde dich verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Headshot. Das kannst du mir büßen. Können wir bitte... wisst ihr, wie viel ich hier... Oh Gott, läuft nicht so gut. Nee, lass mich. Geh da mal. Tschüss. Lalalala. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich mag keine Kämpfe. Wieso geht zwei auf mich? Ich finde das nicht okay. Also nee, das ist ein Kumpel. Leck mich doch. Oh, das ging gut. Was sind's du jetzt weinen? Aber ich hab dich zuerst bekommen. Ja, gehst jetzt. Nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Gut, ihr da. Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Verflucht. Weg hier. Lauf, ihr Schisser. Weißt du, wohin muss ich denn laufen? Da muss ich laufen. La 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 la. Büttel, ich weiß nicht, wer oder was Büttel ist, aber es klingt nicht gut. Wie geht es dir? Moin, ich bin der Neue. Aha, ich bin schneller. Opfer. Ja, tun wir jetzt hier erstmal eine Runde lang joggen oder was? Das ist keine heftige Flucht. Wo sind die ganzen Explosionen? Wow, lang joggen. Lalalalalala. Na, kleine Kuh. Na, du. Ich sehe meine Füße. Wie sehe ich die so selten in Spielen? Ja, haben wir es jetzt langsam? Sind wir jetzt voll krass weggerannt, oder? Ich bin selbst mit der nicht normal gehe schneller als du. Bist du voll Opfer? Moin, Wache. Hm? Ja, moin. Ja, mehr so nö. Wow, wir sind einmal im Kreis gerannt.
Heftig. Knoblauch, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Wohin müssen wir denn noch hinrennen? Waren wir nicht mal zu dritt? Dachte ich zumindest. Sind wir nur. Also zu viert so rum. Mit mir waren wir sofort. Ach, weißt du, ich frage mich. Ja, haben wir es jetzt langsam? Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein. Nein, nichts dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört, und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben, aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Also gut. Trotzdem... Achso, wir sind jetzt hier hinter dem Haus. Ach, da ist der andere Typ. Jo, wir haben es geschafft, Jungs. Wir haben ein Haus neu eingestrichen. Fuck, Deutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Mikunesch habe ich schon platt gemacht. Ist schon vorbei. Saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Naja, ich glaube eher dreckige Arbeit, aber was weiß ich schon. Hallo Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ich weiß, ich habe meine Dieterich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Da, Hühnchen. Hühnchen greife ich nicht an, seit ich mich Zelda gespielt habe. Was macht der Junge da? Umhauen. Habe ich ihn getötet? Oh. Ja. Zuerst verdroschen und dann gleich. Oh, ne? Und das war's auch mit dieser Folge. Hier oben rechts seht ihr jetzt die Playlist zu dem Projekt. Und gleich daneben ein Video. Ein zufälliges. Was euch vielleicht gefallen wird, einfach mal draufklicken und einfach mal anschauen. Gleich da unten ist noch unser Kanal verlinkt, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und ciao.